Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir diskutieren heute den Antrag der Grünen zur Einrichtung eines Bundespolizeibeauftragten. Und ja, wir sind in diesem Land nicht arm an Beauftragten. Wir haben den Bundesdatenschutzbeauftragten, haben gestern den Beauftragten für die Stasi-Unterlagen wiedergewählt und es gibt auch seit vielen Jahrzehnten den Wehrbeauftragten. Und gerade dieser Vergleich des Wehrbeauftragten mit dem von Ihnen geforderten Bundespolizeibeauftragten zeigt, dass hier zwei Sachen verglichen werden, die nicht vergleichbar sind. Der Wehrbeauftragte ist zuständig für Eingaben von Soldaten, die einem besonderen Grundrechtsverhältnis unterliegen, weil sie ja Wehrpflichtige waren. Und der Wehrbeauftragte soll die Grundsätze der inneren Führung innerhalb der Bundeswehr überprüfen. Sie schlagen einen Bundespolizeibeauftragten vor, der Fehlverhalten von Polizeibeamten gegenüber den Bürgern im Rahmen des Einsatzes überprüfen soll. Und da muss ich Ihnen sagen, es gibt bereits in diesem Land genügend rechtliche und rechtsstaatlich abgesicherte Verfahren, Fehlverhalten zu überprüfen. Und ja, es gibt Fehlverhalten von Polizeibeamten. Das wollen wir nicht wegdiskutieren. Und gerade wenn der Staat das Gewaltmonopol hat, wirken Fehlverhalten von Polizisten besonders schwer. Aber der Rechtsstaat hat dagegen sehr taugliche Instrumente entwickelt. Es gibt innerhalb des Beamtenrechts das Instrumentarium des Disziplinarverfahrens. Bei Gewaltdelikten und anderen Straftaten gilt das Legalitätsprinzip. Der Staatsanwalt muss von sich aus ermitteln. Er hat gar kein Ermessen. Darüber hinaus gibt es auch für Bürger die Möglichkeit, polizeiliches Handeln vor den Verwaltungsgerichten zu überprüfen. Und wir meinen, dieses Instrumentarium ist rechtsstaatlich ausgewogen und wir sollten es nicht aufweichen durch die Möglichkeit, ein rechtsstaatlich fragwürdiges Verfahren einzuführen. Und meine Damen und Herren, Sie sprechen in Ihrem Antrag, ich zitiere, von exzessiver Polizeigewalt, von strukturellen Fehlern, von kaum vorhandener Fehlerkultur. Da muss ich Ihnen ehrlich sagen, das sind nicht unsere Worte. Wir setzen das Misstrauen, das Sie in die Polizei haben, das Vertrauen in die Polizei gegenüber. Das Vertrauen in die Polizei ist wichtig, damit dieser Rechtsstaat auch die ihm zugetragenen Aufgaben gewissenhaft erfüllen kann. Und deswegen, meine Damen und Herren, lassen Sie uns auch über Dinge sprechen, die ebenso wichtig sind und die man im Rahmen dieser Debatte ansprechen muss. Das ist nicht nur das Fehlverhalten einzelner Polizeibeamter, sondern es ist auch die besondere Situation, der sich Polizeibeamte ausgesetzt sehen. Ich möchte sprechen über die unerträgliche Zunahme der Gewalt gegen Polizeibeamte und gegen Einsatzkräfte. Allein im letzten Jahr sind über 60.000 Polizeibeamte angegriffen worden. Die Zahl hat sich um 6,3% erhöht. Es gab über 22.000 Widerstände gegen Polizeibeamte. Und ich sage Ihnen ehrlich, wer jeden Tag auf unseren Straßen und Plätzen seinen Kopf dafür hinhält, dass unser Land sicher ist, der hat unsere Solidarität verdient. Und diese Bundesregierung hat gehandelt. Sie setzt ein Programm auf, die Ausrüstung von Polizeibeamten zu verbessern. Wir werden in den nächsten Jahren 3.000 neue Stellen bei der Bundespolizei schaffen, damit wir unsere Bahnhöfe, Flughäfen und Plätze noch sicherer machen werden. Deswegen geht von unserer Seite heute hier ein Dank an unsere Polizeibeamten aus für ihren Einsatz und dafür, dass sie unser Land sicher machen. Weil die Bürger haben Vertrauen in diesen Rechtsstaat und diese Polizei. Und daran werden wir uns festmachen lassen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Die Aussprache ist